Yo, was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Dieses Video wird natürlich wieder von OneFootball unterstützt. Link zur App findet ihr in der Videobeschreibung. Und ja, ihr seht schon im Hintergrund, ich habe mir einen Mann gekauft, der mir hoffentlich den Spaß in FIFA 20 zurückbringt. Der gute Lionel Messi. 2 Spiele in Squad Battle jetzt gespielt, weil ich momentan kein richtiges Team habe. 1,38 Millionen habe ich für ihn bezahlt. 2 Spiele, 2 Tore, 3 Torvorlagen. Und ich muss sagen, ja, ist schon wirklich sehr, sehr decent. Aber natürlich fehlen Kameraden um ihn herum. Dazu kommen wir gleich noch. Im gestrigen Video haben auch viele drunter geschrieben, ey, kannst du noch ein Video dazu raushaben, wie Schweinsteiger sich spielen lässt? Wenn ich das schaffen sollte, vielleicht am Freitag. Ansonsten erinnert mich nochmal dran, können wir gerne zum Aufwärmen auf meinen Pay-to-Win-Account gehen. Und da mache ich mit Schweinsteiger 1-2 Spiele im Rivals und können da schon mal gucken, wie der ungefähr ist. Ja, natürlich ist 1-2 Spiele, sagt nicht viel aus, aber wir können das am Samstag nochmal machen und am Sonntag. Ja, da habt ihr immer noch viel Zeit zum Überlegen, ob der gut ist. Ja, ihr seht, werdet das ja dann live sehen und auch ich werde dann in 5-6 Spielen einigermaßen fühlen können, ob der gut oder schlecht ist, der Schweinsteiger. Aber wie gesagt, für die Road to Glory ist halt, 250.000 Münzen für einen Schweinsteiger zu viel, Freunde. Ich kann ihn nicht einbauen, ist schwierig für die Zukunft auch einzubauen. Ich will damit aber niemanden sagen, ey, mach ihn nicht. Wenn du Bock auf den hast, das ist Ultimate Team. Wenn du Bock auf eine Karte hast, wenn zum Beispiel jetzt Player of the Month Son kommt, ich werde ihn wahrscheinlich auch auf der RTG machen, weil ich Bock auf ihn habe. Ja, ich feiere halt ja die ganzen asiatischen Spieler. Wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, eine Special Karte von Kagawa kommt, Flashback Kagawa, ich schwör's dir, ich würde ihn wahrscheinlich auch für 150k, 200k machen oder so, ja. Wenn du Bock auf die Karte hast, mach ihn. Am Ende des Tages sind es Münzen, die du eh wieder bekommst. Nur für mich, ja, zählt halt jede Münze. Und ich weiß nicht, ob ich ihn halt überhaupt irgendwie einbauen könnte. Und dann würde ich sagen, Jungs, zeige ich euch, wie ich vielleicht noch die letzten oder den gestrigen Tag ja mit Trading verbracht habe und was ich alles verkauft habe. Also das ist, glaube ich, von vorgestern. Ich habe noch ein paar Spieler verkauft, die ich im Verein hatte. Und ja, dieselbe Silver Rare Karten Trading Methode. Ja, die, wie gesagt, die gehen echt gut weg. Und ja, ich habe versucht, alles nochmal aus dem Verein zu verkaufen, um viele Münzen zu bekommen, weil ich will auf jeden Fall für dieses Wochenende einigermaßen ein cooles Team um Messi bauen. Ich habe Bock auf den und dann, schauen wir mal, ob die Münzen reichen. Haji hier verkauft für, ja, ein bisschen Minus, muss man sagen. Ich habe ihn, glaube ich, für 735.000 gekauft und der ist, ja, Minus Steuern habe ich halt verloren. 30.000 oder so. Ansonsten, ja, seht ihr, was haben wir noch verkauft? Da habe es angefangen. Ich habe den Torwart von MLS gesniped. Ich habe da einen, lass mich gucken, einen Trader auf Twitter gefunden, der postet sehr, sehr gerne Sniping-Filter und ich glaube, der spezialisiert sich auch darauf. Der heißt Hadio. Ich habe euch unten mal in der Videobeschreibung ganz oben ihn verlinkt. Wenn ihr Bock habt, schaut noch vorbei, wenn ihr sowas mal gucken wollt, wenn ihr mal snipen wollt. Ja, ich bin auch ganz neu dabei. Ich habe noch vorher nie gesniped und dachte, ey, guck mal auf Twitter, wer da sowas postet. Könnt ihr gerne mal Liebe da lassen. Vielleicht motiviert ihn das, noch mehr Sniping-Filters die Tage zu posten, damit wir noch mehr Münzen machen können. Aber ihr müsst mal austesten. Der hat einige gepostet. Manche waren wirklich, ich habe nur auf der Konsole gesniped. Unmöglich zu bekommen. Aber ihn habe ich gut bekommen. Ich habe 3.000 gesetzt. Also wenn ich jetzt für 3-4 verkaufe und für 3.000 einkaufe, mache ich immer noch 260 Münzen Profit und ich habe auch viel auch für 2,9, 2,8 und so viel weniger bekommen, ja. Zeige ich euch vielleicht später im Hintergrund ein paar Snipes. Aber ihr seht schon, ich habe nicht mal 2 Stunden, eine Stunde, 1,5 Stunden, seht ihr, wie oft ich ihn bekommen habe, ja. Und das seht ihr, das sind einige Münzen zusammengekommen, weil ich momentan, wie gesagt, ich habe kein Team und ich habe auch keine Lust, irgendwie gerade zu spielen. Das sind noch ein paar Invests von vorher, Müller und Ibra, die sind halt abgelaufen und ja, haben mir nochmal gut Profit eingebracht. Nicht den maximalen Profit, hier Wähler auch noch weggegangen, aber den mir Profit eingebracht und dann weitere Plagues, ja, sind weggegangen. Der Torwart, den hat man halt vor 19 Uhr gut snipen können, danach ging es irgendwie nicht mehr so gut, ich weiß auch nicht warum. Dann habe ich natürlich jetzt Reus verkaufen müssen für Messi und Aguero. Zwei meiner Lieblingsspieler, die wirklich gut waren. Es tut mir auch irgendwie im Herzen weh, aber ey, müssen ja unser Team leider verändern. Dann habe ich hier auch bei ihm gesehen, man kann auch Linksverteidiger von Eredivisie snipen. Habe ich für 2,6 glaube ich gesniped, 2,5. Ja, und sind auch einigermaßen gut weggegangen. Und dann nebenbei habe ich immer diesen Rare Silberkarten laufen gelassen. Hier seht nochmal die Stats von Reus. Ja, du wirst in Erinnerung behalten, Brudi. Du warst echt eine gute Karte, hat mir echt gut gefallen. Aber es war Time, ja, weiterzugehen und Messi zu holen. Und da brauchen wir jede Münze. Wir haben auch Lacazette verkauft. Wir haben Geschmackssache. Ich fand ihn nicht schlecht, hat gute Runs gemacht. Aber ich fand halt wirklich seinen Abschluss nicht so nice.
Geschmackssache, ne? Kyle Walker verkauft, Coman verkauft. Oh, ein Boateng ist weggegangen, Sanchez ist weggegangen. Und dann haben wir noch ein paar Rare-Silver-Karten, die weggingen. Und ja, damit haben wir noch 72.000 Münzen. Aber wir haben noch ein paar Spieler auf der Transferliste und im Verein, die wir verkaufen können. Ihr seht schon, Delaney. Also wir haben hier vielleicht noch eine 500.000 auf der Transferliste. Und dann fragt ihr euch, ja, was kann ich denn jetzt um Messi bauen? Wir haben schon ein Team im Stream gebaut, das zeige ich euch erstmal. Ihr könnt jetzt im Kommentarbereich abstimmen, welches gefällt euch denn besser. Das eine haben wir im Stream gebaut, das ist sogar ein bisschen teurer als das andere Team, aber ich glaube persönlich, das andere Team gefällt mir sogar besser. Müsst ihr mir mal in den Kommentarbereich schreiben. Also wir haben hinten Loris, wir können natürlich hier auch mit Neuer gehen, wenn wir Münzen übrig haben, der kostet ja glaube ich nur 20.000 mehr. Semedo habe ich mir auch noch schon geholt für 48.000 Münzen. Longley, da haben wir einen guten Hernandez. Mondi, Kanté haben wir auch noch im Verein. Und dann, ja, fangen wir an hier mit Ben Yedder. Gute Karte. Griezmann eigentlich auch eine gute Karte. Und Dembélé Offcam. Dazu haben wir noch De Jong, die auch sehr, sehr gut aussieht, die Karte. Das wäre das erste Team, wie gesagt, das ist sogar, glaube ich, ein bisschen teurer als das zweite Team, das ich bei Debo FIFA gesehen habe. Ja, Debo, Grüße gehen raus an ihn, falls er es sehen soll, das Video. Habe ich gesehen, bisschen bei ihm abgeschaut, weil er gesagt hat, dass er die zwei feiert. Und ich dachte, ey, was er im Video gesagt hat, das macht Sinn. Wir haben dieselbe Verteidigung. Hier können wir natürlich auch wieder Loris oder Neuer reinstellen. Ne, müssen hier Neuer reinstellen in der Chemie. Und dann haben wir hier Messi, Kanté. Der einzige, der glaube ich off-cam ist, ist hier Kanté. Und dann haben wir Serie A vorne. Das sind ja die zwei Spieler, die mich ein bisschen an Messi erinnern. Cheap Messi, sag ich mal. Weil ich achte jetzt wirklich nur auf zwei Stats. Und das ist einmal Beweglichkeit und Balance. 94 Beweglichkeit, 92 Balance. Und der hat wirklich, ja, der ist halt dieser kleine, bewegliche Spieler. Und ich will mal probieren, ob es vielleicht zu mir passt. Ich beschwere mich viel, dass die sich nicht bewegen können. Dies, das. Wir wissen, die Server sind nicht die besten. Dann muss ich auch selber das Beste für meinen Spielstil, ja, auf den Tisch bringen. Und das sind halt solche Spieler vielleicht hier rein zu tun, die sich bewegen können. Messi sehen wir hier auch. 93 Beweglichkeit, 95 Balance. Das ist sehr ähnlich zu Mertens. Und ich habe auch nur Gutes eigentlich über ihn gehört. Insigne haben wir auch 94 Beweglichkeit, 93 Balance. Wirklich gut. Also ich würde wahrscheinlich dann, wenn ich zum Beispiel die 4-2-3 einspielen würde, Messis mittlere ZOM, im Sturm dann Mertens. Dann rechts und links hätten wir dann halt Insigne und Douglas Costa. Douglas Costa ist so lange drin, bis ich mir was Besseres leisten kann. Aber auch hier, 93 Beweglichkeit, 91 Balance. Die zwei werden halt nur dafür da, dass sie halt immer die Linie entlang laufen, wie Sterling so ein bisschen, ja. Die Moves machen und dann in die Mitte passen. Und Mertens und Messi sollten dann in der Mitte regeln. Dazu haben wir noch Allen, der wirklich auch gut aussieht. Die Beweglichkeit für einen ZDM-Spieler, unnormal gut. Sehr, sehr gut allrounded. Also ich finde die Karte auch, sieht sehr, sehr nice aus. Die nehmen Kanté. Ich weiß nicht, Jungs, schreibt mir in den Chat. Team 2 hier das oder Team 1, was gefällt euch besser? Das Team ist, glaube ich, sogar ein Ticken günstiger als das erste Team. Und wie gesagt, wenn wir am Donnerstag was ziehen sollten, was krass ist, können wir vielleicht hier und da noch einen besseren Upgrade holen. Ich würde für ihn wahrscheinlich für die Halbzeit einen Super Sub mit holen. Ich weiß nicht wen, vielleicht Ben Yedder. Der kostet nicht viel, 30.000 Münzen. Könnten wir ihn vielleicht dann in der Halbzeit dann auswechseln, je nachdem wie gesagt, wie viel Münzen wir rausholen können. Aber das Wichtigste ist, wir haben Messi und ich habe Bock auf den. Und ganz ehrlich, ey, sollte am Ende Gold 2 rauskommen, Gold 3, Gold 1, egal. Ich versuche jetzt ein bisschen Spaß zu haben und Messi hoffentlich bringt das zurück mit seiner Beweglichkeit. Ich weiß nicht, ihr müsst ihn mal gespielt haben. Der ist einfach echt geil, die Karte. Und ja, entscheidet, Jungs. Das Team oder dieses Team, welches gefällt euch besser? Beides sehen eigentlich echt nice aus, muss man sagen. Und dann, ja, war es das eigentlich schon mit der Folge? Bisschen kürzer. Schreibt mir in den Kommentarbereich, ob euch sowas gefällt, wenn ich euch zeige, zum Beispiel, was für neue Trading-Methoden angewendet habe. Auch wenn es nicht so, sag ich, irgendwas Krasses ist. Das war jetzt nichts Krasses, Sniping. Aber ich habe es zum Beispiel wirklich zum ersten Mal gemacht. Ich finde es normalerweise langweilig, aber ich muss leider sagen, das Gameplay ist momentan, aus meiner Sicht, ja, bevor Leute haten, aus meiner Sicht so schlecht, dass es mir schon fast wirklich keinen Spaß macht und ich hatte auch kein Team gehabt, dass ich lieber gesniped habe und ich wollte Münzen haben fürs Messi. Wir haben aber, bevor wir rausgehen, noch eine SBC, das ist hier die Spanien-SBC vom Nationalziel und da kriegen wir nochmal ein seltenes Elektrum-Spieler-Set. Wir können natürlich keine Folge mit einem Pack beenden. Hoffentlich werde ich nicht rausgekickt. Korrekt, das hat geklappt. Und ich hoffe, dass wir vielleicht hier noch ein Walkout ziehen können. Und ja, keine Ahnung, Packluck haben. Dann würde ich sagen, 6 Gold, 6 Silber, alles selten. Vielleicht zum Abschluss der Folge nochmal was Cooles, 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 Cooles. Ist das ein Walkout? Es ist kein Walkout, aber wir gehen durch. Ah, wer kann das sein? Ah, Emre Can.
ich glaube ich nicht so viel werde, oder? Schade. Also ich bleib dabei, das Packlack ist noch nicht wirklich angekommen auf diesen Account. Ja, ist noch nicht angekommen, ja. Es ist leider wirklich noch nicht angekommen. Das sieht natürlich jetzt nicht wirklich nice aus. Ja, ich hätte vielleicht echt auf einem anderen Account bleiben sollen. Das war nämlich wirklich mein Packlack-Account. Dieser neue Account hat am Anfang gut gestartet mit Zorn, aber seitdem leider nichts. Ist in Ordnung, Jungs. Wir müssen da durch. Man kann halt nicht immer lacken. Transfererlös kann ich auch nochmal gerne zeigen. Haben, glaube ich, auch welche gefragt, wie viel ich jetzt habe. Das ist jetzt, ja, bei 2,591 Millionen. Ich war wirklich fleißig, Jungs. Auch wenn es nur 100, 150.000 waren. Aber überlegt euch mal, am einen Tag durch Silbermethoden-Trading und durch ja, dieses Snipen 150.000 zu machen. Ey, ist besser, als wenn man gar nichts gemacht hat, ne? Wie gesagt, ich habe dann nebenbei Streams geschaut. Nebenbei kannst du Netflix schauen. Du kannst alles Mögliche schauen und nebenbei einfach snipen. Wie gesagt, ist ein bisschen no-life, aber ich wollte unbedingt mein Team upgraden und ich wollte unbedingt Messi haben. Und deswegen, ja, habe ich gesagt, komm, ich setze mich da hin und snipe, obwohl es mir normalerweise keinen Spaß macht. Dann würde ich sagen, war es das von heutigem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Jungs. Schreibt mir in den Kommentarbereich, gefallen euch diese Art von Videos, wo ich euch zeige, ey, ich habe mal diese Training-Methode probiert. Und schreibt mir rein, Team 1 oder Team 2, welches gefällt euch besser? Ich muss selber sagen, vielleicht Team 2, weil ich mal ausprobieren möchte, wie es ist, mit den ganzen beweglichen Spielern mal eine Weekend League zu spielen. Und dann würde ich sagen, war es das von heutigem Video. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Mein ja, Algorithmus, mein CPM ein bisschen pushen. Ich danke euch für den Support. Ich danke für jeden Einzelnen, der trotz ja, mein Delay-Gelaber und durch meinen Rage immer noch auf dem Kanal ist und mich supportet. Kuss geht an jeden Einzelnen raus. Und dann sehen wir uns die Tage wieder. Euer Casey. Ciao.